Die Gräber von Hans und Sophie Scholl und Christoph Probst auf dem Friedhof am Perlacher Forst in München. Im benachbarten Gefängnis Stadelheim wurden sie am 22. Februar 1943 hingerichtet, nur 4 Tage nachdem sie beim Verteilen ihres 6. Flugblattes in der Universität verhaftet worden waren. 3 weitere Mitglieder der Weißen Rose wurden wenige Monate später hingerichtet. Was trieb die jungen Leute und ihren Professor an, sich so stark gegen das Hitler-Regime zu engagieren, dass sie dafür sogar ihr Leben riskierten? Die unterschiedlichen Deutungen ihres Kampfes diskutierte auf Einladung der Katholischen Akademie Bayern der Historiker Professor Michael Kiesener. Das sind junge Menschen, das sollten wir nicht vergessen, Anfang 20, die nach einem Ort suchen für ihre Spiritualität, die das tun unter extrem schwierigen Bedingungen, nämlich eines totalen Kriegs, während die Bomben fallen und während ihr Leben selbst auf dem Spiel steht, und die dies tun in der Auseinandersetzung mit einer feindlichen Umgebung. Die packende und engagierte Geschichte der Mitglieder der Weißen Rose bietet die Grundlage für die vielfältigen Interpretationen der Widerstandsgruppe. Ein Widerstand, in dem ein junges Geschwisterpaar gleichsam gemeinsam in den Tod geht. Ein Widerstand, so sah es für viele Zeitgenossen zunächst jedenfalls aus, ganz makellos und politisch unbeeinflusst, aus der Tiefe eines reinen Gewissens entstanden. Noch während des Krieges im Ausland und gleich nach dem Ende des Dritten Reiches in einem verunsicherten Deutschland beginnt die Entwicklung des Mythos der Weißen Rose. Die Geschwister und insbesondere Sophie Scholl als Frau des Widerstands rücken dabei immer wieder in den Mittelpunkt. Lange Zeit, gerade unmittelbar nach dem Krieg, fing schon diese Überhöhung gerade der Geschwister Scholl, insbesondere durch das Buch ihrer Schwester Inge Eicher-Scholl an, in dem sie stilisiert wurden als junge Menschen, die quasi einen Opfertod gestorben seien zur Sühne für die Verbrechen der Deutschen. Diese Überhöhung und Zuspitzung auf die Geschwister Scholl schreckt später viele ab. Nach ihnen sind besonders viele Straßen und Schulen benannt. Und auch in der Katholischen Akademie steht eine Bronzeplastik von Sophie und Hans Scholl. Doch in der Denkstätte an der Universität München sind alle Mitglieder verewigt. So gehörten auch der kurz vor der Hinrichtung getaufte Christoph Probst, der orthodoxe Christ Alexander Schmorell, der überzeugte Katholik Willi Graf und Universitätsprofessor Kurt Huber zum inneren Kreis. Sie alle wurden hingerichtet. Stark diskutiert, aber letztlich durch die Forschung bestätigt, ist die christliche Motivation der Mitglieder der Weißen Rose, stellte der Historiker in der Katholischen Akademie klar. Was das genau nun bedeutet, wie kirchennah etwa diese Motivation da, welche Vorbilder genau jetzt wirkten, wie reformkatholisch das alles war und welche Unterschiede bei den einzelnen Gruppenmitgliedern dabei zu konstatieren sind, natürlich, das bleibt im Detail umstritten. Neue historische Kenntnisse, wie sie manchmal reißerisch angekündigt werden, sind heute nicht mehr zu erwarten, so der Historiker. Aber die Interpretation der Motivation wird weitergehen. Die Zuspitzung auf die Geschwister Scholl wird der Wirklichkeit nicht nur für die Familie von Christoph Probst nicht gerecht. Ich muss jetzt dazu sagen, dass es über die Jahre endlich viel Verärgerung bei der Familie Probst gab, darüber, dass es eben sehr einseitig gewesen ist mit Betonung auf Scholl. Das tut nur manchmal wirklich weh, weil unsere Familie ist ja ein Leben lang immer gestört worden durch das Wegfallen des Großvaters unter diesen tragischen Umständen. Dass die Weiße Rose so unterschiedlich diskutiert wird, verwundert angesichts ihrer großen Bedeutung nicht. Es geht bei der Weißen Rose um die Erstellung eines Mythos, um die Schaffung eines Erinnerungsortes und letztendlich auch um die Aufnahme in das kulturelle Gedächtnis der Deutschen. Das erklärt, warum die Publizität der Weißen Rose gegeben ist und warum die Publizistik um die Weiße Rose die Wandlungen genommen hat, die sie genommen hat. Es gibt viele Interpretationen für das Handeln. Für jede Interessenlage, je nach Standpunkt und Zeitpunkt, findet sich in 75 Jahren Publizistik ein entsprechender Anhaltspunkt. So der Historiker Michael Kiesener in seinem Vortrag in der Katholischen Akademie. Denn die Schlüsselquelle, die die einzig gültige Wahrheit über die Weiße Rose vermitteln könnte, die gibt es nicht.